Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir sind auf dem Weg nach Westen, um herauszufinden, wer denn hier im Wald von Wyoming mit Silvesterraketen in der Gegend rumballert. Wir können nur laufen, aber um ehrlich zu sein, ich will gar nicht laufen in diesem Spiel. Ich möchte einfach nur diese schicke Grafik hier, diese Wildnis genießen. In die Richtung müssen wir, da knallt es irgendwo. Und ich freue mich so darauf, dieses Spiel durchzuspielen. Es hat mich irgendwie so verzaubert, dieses Game, mit dieser Grafik. Das sieht so fein aus. Da oben, da sind so Kondensstreifen, irgendwie sowas am Himmel. Und diese neblige Atmosphäre hier in dem Wald, das ist... Boah, es sieht einfach nur genial aus. Ich will gar nicht laufen. Ich gehe hier lieber gemütlich durch und genieße diese Landschaft. Die ist auch schön detailliert, überall gestaltet und sehr detailreich irgendwie mit Liebe in Szene gesetzt. Ropehook. Shale slide. It's a step. This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named on our topos. It should be called Cripple Gulch, just east of gonna pee in a bag forever flats. Oh, is that Absorca Indian? Maybe Creek? That's actually English for not in my job description. How do you expect me to get down this? Well, did you get that rope? Yeah, I got it. Okay, just lash it to something nearby and take it slow. Okay, wir sollen das Seil hier an dem Rope Hook festmachen. Kurz, guckt euch mal die Animationen an. Es ist der Wahnsinn. Krass. So, und jetzt können wir hier richtig runter uns abseilen. Oh shit. Oh, ein Rücken. Oh. Das ging noch mal gut. Hey, what the hell's wrong with you? Cripple Gulch got me. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a bag for the rest of your life? No, I think I'll make it. Be careful for Christ's sake. Die Dialoge sind zu genial und die werden noch besser, kann ich euch versprechen. Ich kenne das Spiel ja schon, hab's im Livestream 3 Stunden angespielt. Der Wahnsinn. Aber das wird sich noch ändern. So viel kann ich schon mal vorweg spoilern. Da, oh, cool. Am Anfang ist es alles noch sehr lustig und da baut sich ein richtig geniales Adventure drauf auf. So, da ist noch ein Ropehook hier. Hey, there's a tie-off point off here, just a little way from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Okay, also hier sind wir jetzt falsch, sozusagen. Wir müssen nach Westen. Da oben lang. Jetzt bin ich mal gespannt. Report Meadow. Hell of a nice camping spot. These cliffs down here are something. Hey, I'm not sure where to look. Hell of a nice camping spot. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Ja. So, was ist denn hier? Was ist das denn? Bierdosen. Ja, das geht ja nicht. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Red Eagle, brewed in Wyoming. O-
Okay. Die können wir auch mitnehmen. Dann machen wir hier jetzt mal sauber. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What? You don't like a cold Musqua light on a hot day? No, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. So, wir räumen hier mal auf. Die ganzen Bierdosen hier mitnehmen. Das geht ja nicht, hier alles dreckig hinterlassen. Den Müll nehmen wir natürlich mit. Schön aufgeräumt wird hier. Woher gehen wir nicht weiter? Sowas hasse ich ja, ne? Sowas hasse ich ja auch in Wirklichkeit. Kann das absolut nicht haben, wenn ich irgendwo durch die Wildnis gehe und da liegt überall Müll rum oder so. Könnte ich so ausflippen manchmal und verstehe es auch nicht, wie man einfach seinen ganzen Dreck irgendwie in die Palachei schmeißen kann. So, hier haben wir ein Campfire, das geht auch nicht. Hör mal, Campfire. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Ja, das machen wir natürlich aus, das Feuer. Boah. So, ausgetreten. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. So, hier, Whisky. We left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Also wahrscheinlich sind ja auch noch besoffen, die hier den die Raketen abgeschossen haben. Ferret the Irish Single Malt Whiskey. Den nehmen wir auch mit. Das ist genial. Er wirft die Flasche doch mal entspannt zweimal nach oben. Da stehen noch zwei Rucksäcke. Gehen wir gleich hin. Den machen wir erstmal sauber hier. Wieder überall Bierdosen, die nehmen wir alle mit. Oh, die Raketen. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Okay, wir sollen die Raketen konfiszieren. Dann nehmen wir die auch noch mit. Und da oben stehen noch die Rucksäcke. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Okay, da sollen wir uns nicht drum kümmern. Dann lassen wir die da mal. Oh, guck mal her, hier liegen Klamotten. Two pairs of clothes. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. Well, they're naked. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay, wäre das nicht schön? Aber wir sollen uns da. Sollen ihnen Bescheid geben, dass sie sich sozusagen vom Acker ma... Oh. Okay. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Super. Okay. Lass mal liegen. Was liegt hier? A pair of panties. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Super. Er traut sich nicht, das Wort panties nochmal auszusprechen. Astrein. Oh, another bra. Another panties. There's a. Ooh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know... Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Oh Mann, ey. Wir sollen gucken, dass wir die Zunge wieder vom Boden hochbekommen und unseren Job erledigen. Also, wir haben es hier gerade mit zwei nackten Mädels allein in der Wildnis zu tun. Oh je. Und da läuft auch noch Musik. I found them in the lake. Da hinten sind sie. Enjoy dealing with that. Teens that are drunk. Hallo, Mädels?
Da sitzen sie. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes, spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Why do you guys think it's all right to just stare at girls? Okay. I took all of your shit. Took all of your stuff. Fireworks, the whiskey, you name it. What? You dick! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. We're gonna pay for that. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. You're just some sad man out in the woods. Okay, die Mädels haben sich vom Acker gemacht. Find a way back to Two Forks. Lookout. Wir sollen zurückkehren zu unserem Aussichtsturm. Hey, that go okay? Ja, wunderbar. Went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Okay, also unseren ersten kleinen Einsatz haben wir hier gemeistert. So there's no noise ordinances or rules out here? No, but that music I hear makes a good case for them. Yeah, no kidding. Okay, die Boombox, die bleibt da stehen, die läuft weiter, die Mädels sind verschwunden. Wir machen hier noch gerade einen Screenshot. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. So, die Musik ist auch aus. Ach, jetzt geht sie wieder an. Okay, wir sollen zurück. Wir schauen mal auf der Karte, wo wir hin müssen. Wir sind im Moment da, wo es blinkt, am Jonesy Lake. Und müssen zurück zum Two Forks Lookout. Jetzt kommen wir aber da nicht mehr hoch, weil da ist uns ja das Seil gerissen. Dann gehen wir hier, würde ich sagen, durch Thunder Canyon durch. So habe ich das auch im Livestream gemacht, also einfach ein Stückchen nach Nordosten. Kompass raus. Nordosten ist da. Also, dann gehen wir mal da lang. Hier ist auch noch ein Schild. Trail sign. Two Forks. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. You're not climbing back up that slide. Ja. Okay, wir gehen durch den Canyon zurück in Richtung unseres Turms. Und es wird langsam, aber sicher Abend, Dämmerung erwartet uns. Aber in so einem Canyon, ich stelle mir das wirklich sehr romantisch vor. Irgendwann will ich da auch mal hin. Schauen, ob ich das noch schaffe in diesem Leben. So Grand Canyon oder so, finde ich schon extrem spannend. So, was es in dem Spiel komischerweise nicht gibt, sind Laufgeräusche. Es gibt halt nur die Natur, aber es fehlen die Laufgeräusche. Merkwürdigerweise. So, Atmosphäre und Naturgeräusche ist alles da, aber keine Schrittgeräusche. Ja, doch, ganz leise. So hier und da mal. Oh, das ist ja auch nice. Ich glaube, ich komme hier gar nicht raus aus dem Screenshots machen. So, I have a bit of a confession to make. Aha. So, so. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ja, wir sollen uns also melden. Das ist so schön animiert, wenn man sich hier bewegt mit dem Klettern und dem Springen und so. Okay, wir sind im Canyon.
Noch ein Stückchen weiter und dann geht's irgendwie nach rechts wohl. Ist das romantisch hier. Wahnsinn. Oh, so viel zu der Romantik. Da kommt ein Gewitter. Also nichts wie raus aus dem Canyon. Nearby Storm. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Okay. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Could you believe? Oh, da war ein Typ, der ist 7-mal vom Blitz getroffen worden und ist nicht daran gestorben und hat sich dann aber irgendwann selbst umgebracht. Oh Mann, ey, ist das der Hammer. So, noch eine Supply Box. Supply Cache. Und wieder 1, 2, 3, 4. Okay, Map, Copy Information. Schön die Karte abmalen. Dann haben wir da Defend Our Frontier. Danger, Bravery, The Great Outdoors. Da haben wir eine Taschenlampe und noch hier so ein Horn. Da können wir auch sogar Bescheid sagen. Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. And you'll get creative. Okay. Das können wir uns auch noch angucken. Stay out long enough here and you get creative. Okay, eine Taschenlampe. Funktioniert ja super. Oh. Okay, wir haben eine Taschenlampe gefunden. Das finde ich mal richtig nice, wie man die hier findet. Nicht so Standardkrams, dass die irgendwo liegt und man die irgendwo vom Boden aufhebt. Nein, wir finden die hier in so einer Supply Box. Darüber werden wir noch mehr Ausrüstung, glaube ich, bekommen. Okay, F to toggle flashlight. So, hier Höhle. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. Ist gefährlich. So, I say fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Genau. I used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Super, veräppelt sie auch. Hello! It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Astral. I bless the rains down in Africa! Super. Gate to cave 452. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Okay.
Können wir dagegen boxen? Okay, also, hier kommen wir nicht raus. Nochmal mit dem Echo spielen. Super. Astrein. So, wir klettern mal hier raus. Gott sei Dank. Das war anstrengend. Mein Gott. So, es ist mittlerweile Nacht geworden. Wir sind aus der Höhle wieder raus und gehen jetzt mal zurück in Richtung unseres Turms. Okay. Den Weg hier, den Weg entlang und einfach immer weiter nach oben. Hey! There's some guy out here. Leuchtet uns jemand an? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Jetzt ist er weg. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Also es ist ganz normal, dass man hier mal zufälligerweise jemanden irgendwo trifft. Ist zwar selten, aber kommt sogar hier vor, ne? So, dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, ob wir den eingeholt kriegen. Aber es ist schon merkwürdig, dass der uns dann so mit der Taschenlampe anleuchtet. Also irgendwie wäre mir persönlich nicht so wirklich geheuer, wenn ich nachts mitten durch die Prärie stapfe und mich leuchtet einer mit einer Taschenlampe direkt ins Gesicht. So, was ist hier? Drop down. Ach, hier können wir auch runter. Okay. Na gut, aber wir müssen ja hier nach oben. In Richtung unseres Turms. So. Und dann noch hier hoch. Ganz schön anstrengend hier. Yes. Oh. Kann doch nicht mehr weit sein. Mein Gott, wie viel müssen wir denn noch klettern? Da noch hoch. Da auch noch hoch. Also. Und nochmal einen hoch. Ja, na los. Mach. Hey, 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 hey. Ich frage mich, ob es auch einen einfacheren Weg gegeben hätte. Trail closed sein. Oh, oh. Okay, das ist unser Turm. Damn it, sagt er. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. So, wir haben das Schild umgerannt und deswegen ist der Weg hier jetzt nicht mehr länger gesperrt. Okay. Also, dann gehen wir mal da zurück zu unserem Turm. Der muss doch hier jetzt, da vorne war er doch, da. So, und da ist auch unsere Toilette. Was steht denn hier für eine Figur? Wouldn't sign. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. Forrest Burns. Okay. What kind of name is Forrest Burns anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts.
Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Well, Royal's mom, Flo, was a bit of a trendsetter. Flo Butts? Oh man, that's even worse. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Okay, so hier ist das Klo und hier ist der Generator. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... Tja, und hier ist unsere Toilette. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Okay, also sie pinkelt auch überall hin, wo sie gerade Lust und Laune hat, sozusagen. Aber damit muss man nun mal leben. So, wir haben einen Baseball gefunden. Baseball werfen. Oh, na das hat ja super geklappt. Dann machen wir mal hier zu. Die Fliegen, die stören mich auch ein bisschen. Es riecht etwas merkwürdig. Wir nehmen den Baseball, dann gehen wir mal zurück zu unserem Turm. Aber wo ist denn jetzt dieser Typ hin, der hier war? Also ich meine, mal ganz ehrlich, wenn man hier irgendwie ein paar hundert Meilen fernab jeglicher Zivilisation ist und man sieht nachts jemanden hier in der Wildnis, dann ist man doch eigentlich ja froh, dass man mal jemanden sieht. Und wenn man den dann auch noch so, auch noch anleuchtet, weil man so nah bei dem steht, dann rennt man doch nicht weg. So. Cinderblocks. Kann ich jetzt nicht aufnehmen, weil ich den Baseball in der Hand habe. Der kullert da rum. Bleib hier. Schmeiß mal ihn hier hin. Vielleicht bleibt er da liegen. Nein. Kullert auch weg. Kullert alles weg. Dann kuller halt weg. Oh oh. Wieso liegt meine Schreibmaschine draußen in der Wiese? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Okay, also irgendwas passt hier nicht. Unsere Schreibmaschine, die fliegt ja nicht einfach so hier aus dem Fenster, runter auf den Boden, weiß der Geier. Report Vandalism. Broken Glass. Ist doch gar nichts kaputt. Ist doch alles gut. Hier, 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 hier. Broken Window. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Guckt euch das an. Ach, nee. Also, man hat bei uns im Aussichtsturm eingebrochen und alles verwüstet, unsere Schreibmaschine aus dem Fenster geschmissen. Na toll. Okay, I put in a call. Oh Mann, das fängt ja gut an. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los. Das hat etwas mit diesem Typ zu tun, der uns da mit der Taschenlampe angestrahlt hat. Und ich bin sehr gespannt. Ne, wir haben keine Idee, wer das gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie es denn hier weitergehen wird. Wir schließen mal die Konversation noch ab. Maybe the guy in the canyon. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. I don't. Well, I sure don't now.
You will. I promise. Also wir fühlen uns hier gar nicht gut. Day 2. Zweiter Tag. Wir fühlen uns also gar nicht gut hier, aber unsere Funkfreundin Delilah will uns gerne, will uns helfen und will irgendwie Kontakt zu ihrem Freund Patty aufnehmen, der, ja, Moment, der will, führt eine Liste, wer hier auf den Wanderpfaden so unterwegs ist und vielleicht bekommen wir so was darüber raus. Naja, ein neuer Tag, ein neuer Morgen, neues Spiel, neues Glück. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht und ob wir rausbekommen werden, wer denn hier jetzt eingebrochen hat. Ob das dieser Typ war, den wir da nachts gesehen haben mit der Taschenlampe oder vielleicht tatsächlich die nackten Mädels am See, die ein bisschen sauer auf uns waren, weil wir ihre Sachen konfisziert haben und sie beim Nacktbaden gestört haben. Also, keine Ahnung. Ich kann euch aber, weil ich es ja nun mal schon kenne, die ersten 2-3 Stunden, ich kann euch schon mal so viel spoilern. Es wird sich jetzt eine richtig geniale Abenteuerstory hier aufbauen. Und ja, ich bin schon, freue mich schon darauf, wie es denn weitergeht, so die nächsten 2 Stunden. Die kenne ich schon. Und ja, bin dann jetzt mal raus. Wir sehen uns. Achso, was ich noch sagen wollte. Es kann sein, dass die Let's Plays in der Länge sehr unterschiedlich werden, weil ich nicht weiß, wie ich die Story hier so zwischendurch, wie sich das anbietet, die hier und da mal zu beenden. Von daher werde ich immer versuchen, irgendwie eine Handlung abzuschließen. Deswegen können die Let's Plays irgendwas zwischen 20 und auch 30 oder 35 Minuten lang werden. So, jetzt bin ich aber raus. Wir sind eh schon wieder viel zu lange drüber. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis demnächst und tschüss.